Zuckerschnitten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin sehr erfreut, dass ihr dabei seid und ganz gespannt bestimmt seid, welches Codewort sich denn hinter unserem Easter Trails 2024 versteckt. Ihr seht mein Bild. Ich painte den Easter Dragon von Randall Spengler, den ich mir letztes Jahr Osterbaum gekauft habe, gegönnt habe, mit runden Steinen 42,6 x 45,7 cm. Ich bin so fröhlich. ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir ein Felder einteile, aber ja, mal sehen. Also, wie gesagt, ich painte das Bild zu Easter Trails 2024. Das ist das zweite Event, was die liebe Sarah und die liebe Claudia Michel ins Leben gerufen haben. Ich darf wieder dabei sein bei YouTube und euch ein paar tolle Videos zu dem Event bringen. Als allererstes möchte ich mit euch mein Bild abkitten. Ich zeige es euch kurz, dann räume ich es zur Seite. Ich habe sie mich gerade rausgeholt. Und da möchte ich euch natürlich den Easter Dragon mal zeigen. Aber wie ich mich kenne, painte ich hier nicht nach Kästchen. Nee, das geht ja mal gar nicht. Das ist wieder nur ein Spengler-Bild. Das painte ich so, wie es ist, ne? So, wie ich gerade lustig bin. Fläche für Fläche. Also ihr Farbe, schwarz. Und vielleicht auch gleich das noch mit, dann eventuell hier unten. Also ich werde sehen. Auf jeden Fall möchte ich euch schon ankündigen, dass ich mit schon einen Ostertag vorbereitet habe. Darüber mache ich auch ein Video während des Easter Trails Events. Und ja, das habe ich mir schon vorgenommen. Wollte das nur kurz erwähnen, um alle YouTuber, die jetzt zuschauen, vielleicht daran schon sich schon überlegen, ob sie da vielleicht teilnehmen wollen oder mitmachen wollen, beziehungsweise genauso wie ich dann den Ostertag machen und ein Video drehen mit dem Ostertag. Das wäre voll cool, würde ich mich riesig freuen. Ihr wisst, bei Diamond Art Lab habt ihr immer so eine Legende da mit Aufklebern dabei. Ihr könnt ja Start- und Enddatum machen, ihr könnt euch das in euer Buch kleben, mache ich ja nicht. Ich werde trotzdem hier das ausfüllen, das kommt bei mir dann immer mit in die Box rein, wo die Reststeinchen sind. Wir haben 56 Farben und davon sind 3 AB-Farben, das erkennen wir an den Zahlen, die unter der 150 sind. Ich würde einfach mit euch anfangen und dann erzähle ich euch was zu unserem Event. Und ja, ich wollte es jetzt nicht am Anfang gleich sagen, weil wir haben ja jetzt genug Zeit, die wir zusammen verbringen. Ihr habt da die Bildnummer und den Bildnamen stehen. Packt die Maske aus. Ich habe mir mein Stiftchen vom Stefan Flieger dazu genommen. Meine kleine Schere. Und dann legen wir mal los. So, ich fahre euch einen kleinen Müh noch runter. Oder einen großen Müh, wie man es nimmt. Es könnte sein, dass zwischenzeit mein Telefon klingelt, beziehungsweise es an der Tür klingelt, weil meine Kinder demnächst gleich nach Hause kommen. Was wollte ich jetzt? Also ihr habt bei Diamond Art Club immer, was heißt das Problem nicht? Also ich habe ja meine Steinchen im Koffer immer nach der laufenden Nummer. Die Tüten sind aber nicht nach der laufenden Nummer. Die sind nach der Anzahl der Masse der Steine, von klein bis groß. Und deswegen muss ich mir das dann immer zurechtstellen. Ich beklebe jetzt erst einmal meine Steinchen. Ich habe mir meinen 120er Koffer genommen, falls ich doch noch ein zweites Projekt während des Easter Trails painte. Das kommt hier mit rein. Ich beklebe jetzt erstmal. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so das Nächste, was wir machen. Ich nehme den Koffer hier noch weg. Und dann habe ich hier mehr Platz. Das wollte ich erst nehmen und jetzt habe ich gedacht, nö, das sieht schön aus. Ich beklebe es erstmal. So, Easter Trails. Wie gesagt, die liebe Sarah, die liebe Claudia, Michel und ich, wir hosten das Event.
Ich finde dieses Wort hosten total cool. Ich habe mal gegoogelt, das heißt verwalten. Wir haben ja schon Fossichel 2024 zusammen im Januar gepaintet. Jetzt war ja das Alice Event. Gepaintet. Ja, wir haben Fossichels gepaintet. Ja, wir haben zusammen gepaintet, ja, aber gehostet. Dann war das Alice Event von der lieben Heidi. Das ist ja nun zu Ende. Und wow, da sind ja auch tolle, tolle Bilder entstanden. Ich habe das ja total super lieb verfolgt und immer zugeguckt bei der lieben Heidi, die Videos. Das ist ja echt Wahnsinn. Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Gruppe drin, in der Facebook-Gruppe, aber trotzdem. Apropos Facebook-Gruppe. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Die liebe Sarah hat das. Sarah? Nicht. Claudia. Nee, Sarah hat die, glaube ich, gemacht, die Gruppe wieder. Bei Facebook ist das. Ich verlinke euch alles hier unten in der Videobeschreibung. Ne? Das wisst ihr ja. Und danach könnt ihr dort immer eure Bilder posten. Ne? Also, wir haben uns wieder geeinigt, dass wir ein Codewort benutzen, damit das alles fair zugeht und ihr alle mit eurem Bild startet. Ne? Es muss ein neues Bild sein. Es kann auch ein Bild sein, was natürlich in mehreren Events laufen kann. Zum Beispiel haben wir ja noch das Mystery Event, wo ich auch noch mitmache. Das Bild muss ich ja wohl noch abgeben. Oh je, je, je. Und wir haben heute, als ich gerade das Bild abkette, den 29.02. Ich weiß gar nicht, komme irgendwie überhaupt nirgends mal hinterher. Ja. Jedenfalls habe ich. Nee, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ach so. Ihr könnt natürlich die liebe Heidi und auch die liebe. Ich weiß es nicht. Bei der Heidi weiß ich, dass es ein Mystery-Bild war. Bei der Pichu weiß ich es nicht genau. Aber bei der lieben Heidi war es ein Mystery-Bild. Das könnt ihr natürlich bei uns painten, weil es ja ein Osterbild ist. Und ihr könnt das natürlich auch bei dem Mystery-Event painten. Ne? Ich habe dort was anderes vor. Ich painte da ein Karat-Art-Bild, währenddessen ich hier dann ein Diamond Art Club Bild painte. Also ich glaube nicht, dass ich dann noch eins. Weil es läuft ja auch noch das Event Heavy Animal von der lieben Perla. Und da mache ich ja auch mit. Ne? Also das ist ein voller Monat mit Events, dass ich das mal erlebe. War Heidi? Ehrlich, ganz, das ist echt krass. Hätte ich mal nie gedacht, dass das bei mir passieren wird. Naja. So, und dann. Ja, genau, da wollte ich euch mitteilen, dass ihr das Bild natürlich hier painten könnt und gleichzeitig beim Mystery Event. Na, wenn das ein Mystery Bild ist und ein Osterbild ist. Ihr könnt bei dem Event Easter Trails genauso auch Aufsteller, Aufkleber, Anhänger. Ihr könnt alles painten, was ihr möchtet. Das ist gar kein Problem. Wichtige ist, dass es angefangen wird und beendet wird, wenn ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt. Das heißt, ihr werdet als allererstes euer Bild vorbereiten. Dann werdet ihr dieses Bild fotografieren. Ich gebe euch jetzt Anweisung, merkt ihr das? Dann werdet ihr das Bild fotografieren mit einem Aufkleber, mit einem Zettel. Und zwar, Codewort ist Osterglocke und Easter Trolls 2024. Dieser Zettel muss auf dem Bild liegen. Ich mache das mal nur hier am Hand. Wie bei Frosty Trolls. Was ja manche dann am Anfang leider irgendwie verpasst haben. So wird das gepostet, bitte, damit wir sicher sind, dass alles neu angefangen wurde. Danach könnt ihr immer wieder eure Bilder posten. Nach jedem Fortschritt, den ihr wollt, oder eurer. Also, jetzt habe ich wieder was verraspelt. Passt auf. Natürlich könnt ihr den Zettel auch auf euren Aufsteller legen, auf die Aufkleber, auf die Anhänger. Ne? Und so zeigt ihr dann, dass ihr das wirklich neu gestartet habt.
Na, ihr legt das einfach dann da drauf und dann ist gut. Wenn wir zum Ende kommen, wird es wieder einen Post geben in der Facebook-Gruppe, bei dem ihr bitte das fertige Projekt, egal was es ist, ne? Bildaufsteller, Aufkleber, Anhänger, was auch immer, gibt ja viele schöne Dinge. Das werdet ihr bitte fotografieren, wieder mit diesem Zettel, das fertige. Und dann bitte in dem Post, in dem Endpost, wo die fertigen Projekte reinkommen, bitte das erste Bild und das letzte Bild posten. Entweder ihr macht daraus so ein Doppelbild. Mir fällt gerade kein anderer Name ein. Nicht Doppelbild, Collage. Oder ihr ladet halt hintereinander die Bilder hoch. So dass wir sehen, ihr habt das angefangen und ihr habt es beendet. In der Zeit vom 1.3. bis 31.3. Das ist gut, dass es 31 Tage hat. Nee, das war jetzt so der verkehrte Grammatik. Plus gut, dass der März 31 Tage hat. So rum. Ach, egal, wie ich es gesagt habe. Ich habe meinen Müll vergessen. Ich merkte das gemerkt. Ich habe meine Tonne vergessen hier. Ich werde euch aber alles gut verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ob das per Facebook ist, über Messenger, ob das per Mail ist, ob das, keine Ahnung, in den Kommentaren ist, schreibt mir ruhig, ja? Ich beantworte natürlich eure Fragen dazu. Ihr könnt, habe ich jetzt was vergessen? Nee, habe ich eigentlich nicht. Am Ende gibt es wieder einen Gewinn und da ist es halt wichtig, dass das Bild fertig ist oder das Projekt fertig ist. Weißt du was, schmeißt ihr mir jetzt einfach hierher. Oh, dieses schöne Sonnengelb hier. Oh, ich liebe das, die 444, die ist so herrlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich bin aufgeregt, merkt ihr das? Boah, morgen geht's los. Also, wenn ihr das Video seht, geht's heute los. Ich bin total aufgeregt. Das Video ist ja jetzt in der Nacht hochgeladen worden, damit ihr pünktlich starten könnt mit dem Event, ne, dass das nicht zu spät euch dann mitgeteilt wird. Hier ist eins drin, das Codewort. Die liebe Sarah hat auch bei Facebook ihr Bild. Ich kann sagen, sie hat das jetzt vor, weil ich das Video müsste auch dann zu sehen sein mit dem Codewort. Und da sollte eigentlich diesmal nichts schief gehen, hoffe ich. Und ja, dass alle dann auch mitmachen können beim Gewinnspiel, bei der Verlosung, ne? Die liebe Sarah, die wird wieder öfters, denke ich, live gehen. Sie ist ja bei TikTok, sie macht ja das Event bei TikTok. Ihr könnt das aber auch, also ich werde meine auch bei Instagram zeigen, meine Bilder, meine Fortschritte, weil ich ja noch Instagram habe. Sollte euch noch etwas fehlen für das Event. Sei es ein Bild, sei es ein Stift, sei es ein Coverminder. Schaut gerne in meinen Shop vorbei. Ich habe da alles davon da. Ich habe auch ein Osterpaket, was ich total schön finde. Was ihr auch verschieden euch aussuchen könnt, was ihr reinhaben wollt. Oder halt euch überraschen lasst. Das ist immer cool. Was habe ich vergessen?
Trockentücher. Oder? Ich habe die nämlich erst letztens hier weggeholt. Da habe ich mir gedacht, oh no, dann lasse ich es mal draußen stehen. Genau, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Ich freue mich auf das Event. Ich weiß noch, bei Frosty Trills, es war so toll, immer diese Fortschritte zu sehen. Das hat so ein Gaudi gemacht. Das muss ich ja mal so sagen, ne? Ich glaube, ich muss mir die Trocknertücher noch holen. Ja. Das wird nichts ohne Trocknertücher. Obst. Ja, ich weiß, dass man vorne das aufmacht, aber so geht's auch. Zumindest bei so wenigen. Nehmt das mal auseinander. Manchmal, da geht das einfach so toll und manchmal sind sie so geladen, ne? Ich weiß nicht. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht vergessen, irgendwas zu sagen. Ihr könnt was gewinnen. Der Post am Anfang mit dem Zettel, Post am Ende Zettel und alles dazu. Ja. Und es muss natürlich was Österliches sein, das ist ja ganz klar. Ne? Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Also, es geht hier um Ostern. Ne? Also, es muss schon was mit Ostern zu tun haben. Also, kannst du gar nicht Papagei-Pinchen oder so. Das hätte man bei Happy Animals machen können. Könnt ihr auch noch einsteigen. Müsst ihr nur ganz viele Fältchen nachholen. Ich fand das so niedlich. Ich habe ja durch die Events, ja, habe ich jetzt auch so ein paar Bilder offen, wo ich nicht weiterkomme. Und hatte ja darüber ein Video gemacht. Und ich fand, die liebe Heidi, ihre Reaktion so, so süß. Danke dir, Heidi. Aber ja, ich bin echt, ich bin jetzt da angekommen, dass mir das nichts mehr ausmacht. Und da bin ich echt froh drüber. Das ist wohl jetzt so, ja. Und das macht richtig Gaudi. Deswegen freue ich mich auch übelst auf den März, weil ich da drei verschiedene Bilder haben werde. Einmal mein Happy Animal Bild, was ich ja alle 2 Tage painte. Oder je nachdem, wie ich es schaffe. Dann habe ich ja noch das Bild hier für Östertrills. Und dann möchte ich ja bei Mystery noch mitmachen. Da bin ich auch echt total gespannt, wie das wird bei Mystery. Total gespannt. Ich habe ja noch nie ein Mystery-Bit gepaintet. Mein allererstes Mystery dann. Und dann gleich im Event. Ach, und dann kann ich euch noch sagen, die liebe Pichu veranstaltet auch ein Event. Apropos Events, nur ganz kurz. Also, alle deutschsprachigen Events, dazu hat die liebe Heidi eine Gruppe errichtet bei Facebook, wo ihr euch gerne immer darüber informieren könnt, was denn... Das ist auch so geladen. Was denn für... Na, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Was sind für Events gerade laufen? Wo die Facebook-Gruppen zu finden sind. Da sind Links dann dabei, ne? Das finde ich total toll. Da geht es nur um den deutschsprachigen Raum. Das finde ich richtig klasse, Heidi. Das ist echt Riesenlob an dich. Tolle Idee. Ihr könnt ihr ruhig schreiben, wenn ihr vorhabt, ein Event zu hosten. Egal ob Facebook, Instagram, YouTube,
was auch immer. Und das schreibt sie dann da rein. Ja, und da ist jetzt auch eins drin, schon vorinformiert, dass sie, liebe Pichu, ein Event startet. Diamantzauber, glaube ich, heißt das. Total toll, der Name. Und da muss man ein Bild painten mit ab 100 Farben aufwärts. Und ich habe ein Bild mit genau 100 Farben, wo ich mich jetzt schon so lange nicht rantraue. Aber ich musste es unbedingt haben. Das ist, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Das habe ich bei der lieben Pixelfee gekauft. Das ist ein Buch. Das ist so schön. Und das hat so viele Farben. Ich habe euch dazu auch ein Unboxing gemacht. Und das ist so schön, das Bild. Oh, ich liebe das. Aber ich habe echt dazu noch nicht die Muse gehabt, das einfach zu machen. Und da das Event nicht einen Monat, zwei Monate oder drei Monate geht, nein, es geht 9 Monate. Von April bis Dezember. Und das finde ich so toll. Und das werde ich definitiv auch mitmachen. Damit ich wirklich dazu gezwungen bin, mein Bild zu painten. Weil ich mich da so drauf freue. Ich glaube, das ist 90 x 70 oder so. Also es ist so, hat auch eine stattliche Größe. Und von daher, ja, bin ich da auch schon ganz gespannt drauf. Also ihr werdet mal noch so ein paar Unboxings auf jeden Fall. Ach, und eigentlich wollte ich ja auch Friends in the Rain painten, weil das ja die liebe Heidi mich damit infiziert hat. Die hat painted ja bei Happy Animal. Aber da ich ja bei dem Mystery Event mitmache, das ist ja so ein Partnerbild von Friends in the Rain, das Mystery Bild, ja, werde ich erstmal mit dem anfangen. Und eigentlich wollte ich ja auch eins von Oraloa painten. Ich wollte es endlich mal ausprobieren, die Firma. Ich habe ja da zwei Bilder. Ich habe da eigentlich auch bisher nur Gutes gehört. Aber ich wollte es endlich mal ausprobieren. Aber nö, das will ich jetzt noch nicht. Und deswegen muss ich noch warten. Das ist jetzt einfach so. Blöd gelaufen. Ist ja nicht so, dass man das nie painted wird. Grüntöne. So, mir fiel vorhin noch was ein. Ach ja, ich weiß nicht. Das Easter Trails Event noch mal kurz. Das Gewinnspiel wird, also der Gewinner wird ausgelost am 1. April. Uhrzeit wird die liebe Sarah noch festlegen. Sie wird das bestimmt wieder live machen. Hier bei Facebook, also nicht hier bei Facebook. Ich gehe ganz stark davon aus. Ich habe sie jetzt zwar nicht gefragt, aber das hat sie ja letztens so toll gemacht, dass ich sage, oh, das macht sie bestimmt wieder. Und ist auch geladen. Und das wird dann, damit wirklich alle bis zum 31.03. 23:59:59 ihr Bild hochgeladen haben, das hinkriegen, das, deswegen wollten wir, haben wir das ja, ist das wieder so, dass es wirklich am 1. April erst ausgelost wird. Na, sonst wäre das ja unfair. Das wäre nämlich letztens echt in die Hose gegangen. Zum Beispiel für die liebe Heidi, die das echt gerade noch so geschafft hat. Das ist Wahnsinn. Die hat das echt dann auch geschafft. Das Bild fertig zu kriegen. Das fand ich toll.
Hier sind ein paar Irrläufer drin, ein paar grüne, aber das ist egal. So, jetzt schalten wir noch die alle auseinander. Kann nämlich dann sein, dass ich doch bei manchen zwei Fläschchen brauche. Da muss ich dann gucken. Die Farbe finde ich auch total toll. Richtig schön. Da sind aber ganz wenige noch da. Die sind nicht zu, die Fläschchen. Ja, na, den Koffer habe ich noch nicht benutzt. Das ist ein 120er Koffer. Den hatte ich mal bei Amazon bestellt, wo die da alle vergünstigt waren. Das ist ein dunkles Grün. Ich mag es nicht so. Da sind zwei Rosa nicht drin. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Ich werde wahrscheinlich überall was reinmachen. Hier ist noch was Oranges. Was ist das? 722. Diamond Art Club hat ja Acryl. Bla 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 bla. Diamond Art Club hat ja Harzsteine. Und gerade Harzsteine sind oft sehr geladen. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, das hat die liebe Heidi mal gesagt. Hier ist ja so ein Punkt, so ein Loch drin. Soll das wohl helfen, dass sie nicht ganz so schlimm geladen sind? Und ja, manche sind ja geladen und manche nicht, ne? Scheint schon irgendwas drin zu sein. Ich habe mich schon mal gewundert, warum da ein Loch drin ist. Ach, ich werde dann einfach überall was reinmachen. Und fertig. 471. Ich glaube, so habe ich das auch noch nicht gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe schon so lange irgendwie gefühlt so ein Bild nicht mehr abgekittet. Ich habe, glaube ich, die Farbe genommen und den Aufkleber dann aufs Düsen geklebt, wenn ich die Farbe reingemacht habe. Und nicht andersrum. Also, ja, bei den großen Tüten brauche ich sicherlich zwei Fläschchen, aber das ist dann nicht so schlimm, das sortiere ich mir dann um. Das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall muss ich mir meine Trocknetücher wieder holen. Ich hatte im Bad keine mehr und da habe ich mir die genommen. Ich tausche die sowieso immer mal aus, weil die sind ja feucht. Und wenn die feucht sind, irgendwann, umso länger die offen sind, funktionieren die ja nicht. Also sind die dann trocken. Ich habe sie trocken noch nicht ausprobiert, das muss ich auch dazu sagen. Aber da ich einen Trockner habe, dann nehme ich die nach einer Weile immer mit ins Bad von Trockner und nehme dann was Neues mit in mein Zimmer hier. Aber das habe ich vergessen. Asche auf mein Haupt. Aber die hole ich dann noch. Nein. Unsere Kinder sind ja jetzt die erste Woche wieder in der Schule. Wir hatten ja 2 Wochen Ferien. Wir haben ja Ostern nur eine. Also nein, ja. Ich sehe ein paar mit den Donnerstagferien. Das ist auch ungewöhnlich. Das hatten wir schon lange nicht, glaube ich. Das hatten wir mal eine Zeit lang und dann glaube ich nicht. Aber dieses Jahr haben wir es wieder. Ich wollte gerade sagen, hey, 330 habe ich gar nicht. Hier ist noch was. Was ist das? 894. Das Gute ist schon mal, dass die mir nicht so sehr aus der Tüte springen, wenn die geladen sind. Ja. Will nicht beschreien.
Aber egal. Jetzt sind sie mir so rausgehopft. Die sind ordentlich geladen hier. Ich glaube, ich muss doch eher holen, als ich wollte. Ich weiß nicht. Mit dem Reinhauen habe ich auch kein Glück. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Hab ich eigentlich schon gesagt, das Schiffchen ist von Stefan Flieger. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich benutze das gerne. So, wo der Deckel jetzt hin? Ja, ja. Mein Durcheinander. Wie schon mal keine Müllkippe hier liegt. Ah, hier ist er. So ist es dann. Ich sortiere die jetzt ein. Kommt dann überall was rein und fertig. Noch was Kleines. Manche, die flutschen hier durch und manche, die brauchen eben ein Tuch. Oh, ich bin schon aufgeregt. Ich freue mich so auf das Event. Und überhaupt freue ich mich ich freue mich auf den März. Und wisst ihr warum? Ich habe Geburtstag. Ich habe März Geburtstag. Und wisst ihr was? Ich bekomme neue Bilder. Wisst ihr, das ist ganz schön gemein von meinem Mann. Da steht echt einfach so ein Karton. Ein Zuhr-Karton. Von Karat Art. In unserem Büro. In unserem gemeinsamen Büro. Den ich jeden Tag sehe. Wo ich nicht weiß, was drin ist. Ja, er hat natürlich meinen Code angewendet und ich könnte jetzt gucken. Aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil ich will mich schon überraschen lassen. Und ich bin so aufgeregt. Er hat aber zu mir gesagt schon, dass ein Bild... Also er hatte... Anders. Ich habe ihm ja meine Wunschliste. Die hatte er sich angeguckt bzw. fotografiert. Dann hat er bestellt... Die sind auch ordentlich geladen hier. Dann hat er bestellt, aber nur Bilder, die eben vorrätig sind. Und jetzt ist leider schlussendlich doch eins nicht vorrätig. Weil das wahrscheinlich in der Zeit so viel verkauft wurde. Dass da eins nicht da ist. Aber es kommt nach. Also so ist es ja nicht. Die Mila hat ihm geschrieben. Das hat er mir schon gesagt. Und da kriege ich mehrere Bilder. Juhu. Ich weiß nicht, wie viele. Das weiß ich leider nicht. Nee, ist auch nicht leider. Es ist halt, wie es ist. Ne? Ich muss das ja auch nicht wissen. Ich habe ja bald Geburtstag. Es ist nicht mehr lang. Es ist nicht mehr lang. Nein, 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 nein. Und dann bin ich ganz gespannt. Eigentlich bin ich ja jetzt schon so gespannt. Jeden Tag sehe ich diesen Karton da stehen. Gehe ich ins Zimmer rein, gehe ich aus dem Zimmer raus, eben mal steht dieser Karton da rum. Ich meine, kennt mich ja, ne? Ich habe ja auch schon mal hier Kartons stehen lassen, aber da wusste ich ja wenigstens, was drin ist, weil ich die angeboxt habe. Aber da weiß ich ja nicht, was drin ist. Und jetzt weiß ich auch noch, dass das mehrere Bilder sind. Das ist ja noch krasser für mich. So, wir haben jetzt noch 5. Bin ja gespannt, ob das alles reinkommt. Ich glaube, hier sind 2. Da waren die 13. 400. 355 haben wir hier. Das scheint nicht geladen zu sein. Und dann flutscht das hier raus. Herrlich. Ich liebe das. Die 400. Haben wir hier. Das Tolle ist halt, dass hier so eine Klebelegende dabei ist, ne? Dass ich die Zeichen nicht selber auf meine Fläschchen und Becherchen malen muss.
Wobei mich das mittlerweile auch nicht mehr stört, muss ich sagen. Aber wenn es nur komische Zeichen sind, dann mag ich das auch nicht. Das ist dann immer ist ordentlich geladen hier. So, was haben wir hier? 38, 30. Letztens habe ich ja immer dann was hier reingemacht. Das hat ja super geklappt, ne? Von den Trocknertüchern. Dann haben die sich schon etwas entladen. Das war auch toll. Das ist auch cool. Jetzt habe ich gesehen, dass die Heidi das auch macht. Also die macht da ein großes Tuch rein in den Beutel und dann ja, entladen die sich ja auch von den, bei den Trocknertüchern, ne? Nein, das passt nicht. So, und da könnt ihr jetzt, ich nehme da immer ein Edding, das ist schön, dass das mal klappt hier, mit 310 hier drauf schreiben, auf den mitgelieferten. Und das Coole ist ja, das ist nur der Punkt. 310. Naja, komm, hier unten nochmal die 08 mit hinschreiben. So, und dann nehme ich mir ein extra und da klebe ich das drauf. Zack, da kommt der Rest rein, der geladen ist. Und dann paint ich immer zuerst die Fläschchen alle, wo weniger drin ist. So. Ich mal ein Stückchen höher. So. Das rutscht mal hier rüber. Ich sortiere die jetzt doch ein. Was brauche ich denn jetzt? Irgendeine 50. 56. 56 habe ich auch. Hä, was machen die 49 hier? Müssen das ja jetzt nachschieben, weil ja die 310 da reinkommt. Na, wo ist denn jetzt? 33, 33, 32, 31, 30, 28. 20. So, und jetzt tun wir dann noch nachgucken. Dann hole ich meine Trocknertücher, dann bin ich wieder da für euch. Jetzt mal gucken, ob hier überall was drin ist. Es ist überall was Schönes drin. Freue ich mich. Dann räume ich das kleine auf hier. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, einmal aufgeräumt, magisch aufgeräumt. Ich habe mir meine Trocknertücher geholt. Wir schnippeln uns jetzt einfach mal so ein bisschen was her, ja. Man muss da nicht viel reinmachen. Also ich mache da ganz wenig rein nur. Das reicht vollkommen zu. Wenn ihr da so kleine Schnipsel reinmacht. Das funktioniert dann trotzdem. Na, ihr macht das rein. Dann schüttelt ihr. Und viele haben ja gedacht, das funktioniert nicht, weil das nass ist. Aber das kriegt genauso gut. Also ich habe davon abgesehen, als ich das damals erfahren habe, dass es mit Trocknertüchern funktioniert, wusste ich nicht, dass immer jeder meinte, dass das trockene sind. Ich kannte nur diese feuchten von Rossmann halt, ne, als ich Trocknertücher gekauft hatte. Weil wir halt Rossmann klein nebenan haben. Und deshalb war ich ganz verwundert, als mal jemand sagte, dass die müssen trocken sein, weil feucht funktioniert nicht. Ich habe dann
gesagt, dass das nicht stimmt, weil ich Feuchte habe und die funktionieren super. Man denkt immer, dass das dann festklebt, aber das klebt nicht fest. Das ist völliger Schwachsinn. Wenn man nämlich die Dosen dann aufmacht, wenn man paintet jetzt, ich paint ja jetzt nicht, aber wenn man die dann aufmacht, dann sind die, sind die dann trocken. Und das ist ja das Coole. Ich würde mal schnell, währenddessen ich das Essen noch vorbereite, schnell noch schneiden. Ich bin gleich wieder da. Einmal unterbrechen. meine Kittys sind gerade gekommen. Da habe ich jetzt das Mittag hingestellt und Hausaufgaben erklärt. Und da kann ich jetzt erstmal schnell noch, nicht schnell, ich lasse mir Zeit, mein Video fertig machen. Und noch ein bisschen mit euch schnuddern. Also, wir machen jetzt da weiter, wo wir vorhin gerade aufgehört haben. Haha. Und machen überall so ein Plättchen rein. Wie das jetzt funktioniert, dass das mit den trockenen und den feuchten funktioniert, das will ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, dadurch, dass die feucht sind, also ich wusste das ja gar nicht. Na, wie ich schon gesagt habe, dass das mit trockenen Tüchern gemeint war. Mit trockener Tüchern. Und als ich es da mitgekriegt habe, da dachte ich, hä, die trockenen? Ich habe immer gedacht, die sind ja feucht und die feuchte, die nimmt dann einfach die Statik raus. Deswegen finde ich das ulkig, dass die trockenen Trocknertücher ebenfalls funktionieren, die ja da nichts Feuchtes haben. Aber ich glaube, da ist wie so eine, ist da sowas wie, weiß ich nicht, Magnetismus. Ich weiß es nicht. Kann euch das nicht sagen. Schwupp. Ach, das muss ich euch doch noch erzählen. Als ich zum Mutter-Kind-Kur war, ja, ich erzähle euch gerne mal davon, ja, das ist wohl wahr. da musste ich doch Nordic Walking mitmachen. Das war Pflichtprogramm, dreimal die Woche. Montag, Mittwoch, Freitag. Immer früh klein, nach dem Frühstück. Als erstes. Und ich wurde da auch für die lange Strecke eingeteilt. Und ich mir dachte, oh nein, ist das jetzt euer Ernst? Und dann dachte ich, oh nee. Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Alter Falter, kann ich euch sagen, das war vielleicht was das erste Mal. Und nun waren das ja so bei uns so cool, dass wir ja immer wochenweise immer welche kamen. Also hieß das, es waren beim Nordic Walking welche dabei, die schon eine Woche da waren und welche, die schon zwei Wochen da waren. Und die rannten uns natürlich davon. Da dachte ich mir, oh Gott, das müssen die ja öfters machen. Also Ureme oder was. Aber ich muss euch sagen, schon alleine, schon beim zweiten Mal ging das schon viel schneller. Und das hat Gaudi gemacht, kann ich sagen. Einige von den Mädels haben sich ja, also von den Mamas, haben sich ja schon Stöcke geholt gehabt. Und wir haben ja unsere Wanderstöcke, unsere Wander-Nordic-Walking-Stöcke. Und als wir im Oktober im Harz nochmal waren, hatten wir die ja mit zum Wandern. Jetzt im Februar haben wir sie gar nicht mitgenommen. Und da bin ich ja mit meiner Tochter, mit meiner jüngeren Tochter, gewogt. Wenn das sind die Männer hinterher leben. Jedenfalls fiel mir jetzt am Montag ein, Mensch, das könnte man doch machen. Ja, meiner Tochter schadet das nicht. Die frische Luft schadet sowieso nicht. Und ja, ich habe ja auch so ein bisschen zugelegt. Ja, ich will das gar nicht erzählen. Aber ja, ich habe auch zugelegt, 5 Kilo. Alter Falter, 5 Kilo. Seit ich wieder gesund bin, seit August. Irgendwann wird es dann mehr. Naja, egal. Jedenfalls habe ich gedacht, ach, ich bin ja eigentlich auch sportfaul mittlerweile wieder. Seit ich so krank war, habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich habe ja auch einen Crosstrainer. Ja, ich wollte es auch wieder drauf. Mal sehen, wie lange ich es durchhalte. Aber auch nur 20 Minuten. Und naja, egal. Jedenfalls dachte ich mir, oh, das wäre das so ein Ding zwischen mir und meiner Tochter. Weil die macht wollte das ja gerne machen. Und dachte ich mir, das machen wir.
Ja, das ist immer dienstags erst einmal los. Und das ist immer so, naja, was weiß ich. Mein Mann sagt, das waren 40 Minuten, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Das ist echt so lange, aber weil es mir gar nicht so lange vorkam. Mal gucken. Jedenfalls, gerade eben, als ich erst Mittag noch, also sie hat immer ein bisschen mehr mit zum Essen, aber irgendwie heute. Mein Mann und ich haben heute Grießbrei gegessen. Ich liebe Grießbrei. Und da ist noch was übrig, da habe ich ihr das jetzt gegeben. Weil die kein Mittag mehr essen in der Schule. Jedenfalls haben wir dann, hat sie mich gerade gefragt, gehen wir heute wieder wogen? Und eigentlich ist ja heute Einkaufstag. Mal gucken, wie wir das stemmen, zeitlich. Weil ich hatte es eigentlich tatsächlich auch vor. Und diesmal auch klein Stückchen länger. Also das heißt, dass wir bestimmt auf 1 Stunde kommen. Oder fast 1 Stunde. Wenn sie jetzt fleißig ist, schnell ist und nicht so träumt beim Essen, wie sie ja gerne macht, dann könnten wir das tatsächlich noch machen vom Einkaufen. Jetzt wird dann spät, aber es geht. Mein Mann hat heute Abend aber auch noch einen Termin. Aber erst, dann ist ja um 7 los oder so. Aber das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Das kriegen wir irgendwie hin. So, fertig. Jetzt haben wir alles schön eingetütet. Alles schick gemacht, dass wir ordentlich lospainten können. So, ich mache das. Ich hole euch mal noch ein Stück höher. Mach mal das hier rein. So, auf unser Zettelchen hier schreibe ich jetzt hier den 1.3. 2024 drauf. Und dann stecke ich mir das hier oben rein. So. Das Easter Twist lasse ich mal noch draußen, weil ich ja das Foto noch machen muss. So. Dann habe ich mir ausgesucht. Ach, das mache ich auch gleich hier rein. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich mal. Da habe ich noch. Ich habe mir einen Osterhasen ausgesucht aus meinem Shop, den ich gleich mal benutze. Ich finde den so, so süß. Der muss jetzt einfach benutzt werden. Und den hatte ich letztes Jahr von der, letztes oder vorletztes Jahr, das weiß ich gar nicht mehr, von der lieben Heidi. Die finde ich auch mal süß. Die hat auch so tolle Covermeinte. Die hat solche Deluxe, so eine großen Covermeinte. Meine größten sind ja die Gnome. Das nehme ich noch mit, weil die Folie, wenn ich sie nicht gar so viel einschneide, dann nehme ich immer gleich zwei. Und ich painte mit einem Osterstift. Und wie ich euch das ja schon reingeschrieben habe, bekommt ihr hier ein Squishy mit dran. Ja? Ich brauche den nicht, weil mich stört das. Und dann, dass der Grüne gibt so einen blauen und Gelb. Ja, so, und jetzt ist eben noch die Frage, was nehme ich denn für einen Duftwachs? Also ich habe zwar gerade die Info bekommen, ich muss mir das Bild nochmal angucken, dass mein Duftwachs von der lieben Heidi unterwegs ist. Aber das Gänseblümchen riecht aber auch so gut. Ich habe immer noch meine Schüssel liegen. Wartet mal. Weihnachtskalender. Vielleicht finde ich da ja was schön. Oh, Kokosmakron. Nee, das passt nicht. Nee, das passt auch nicht. Also entweder warte ich noch. Die Farbe ist geil. Schade, ihr seht das gar nicht. Ihr seht das besser. Guckt mal, die leuchtet richtig. Das ist Erdbeer-Limette-Basilikum. Die nehme ich jetzt erstmal. Die finde ich toll. Farbe finde ich auch schön hier von der Kirschblüte. Die ist schon genommen, ja. Ich nehme jetzt erstmal das. Ich habe ja hier alles voll, ne? Aber hatte ich noch nicht.
Es könnte sein, dass ich mich dann noch umentscheide, wenn dann die Oster, also hier die der Frühlingswachs kommt von der lieben Heidi. Und dann werden wir mal sehen, ob ich mich nochmal umentscheide. So, was ich jetzt noch mit euch. Ja, ich gucke mir jetzt nochmal das Bild an. Wo habe ich es denn? Was ich denn für Schiffchen brauche? Eigentlich nur eins. Und dann hole ich mir einfach wieder meine Mehrfachschiffchen dazu, wenn ich zum Beispiel so ein Ei painte. Aber dann binde ich ja das Ei und dann ist gut. Stück, also hier Farbe für Farbe, ne? Aber wenn ich jetzt hier painte, zum Beispiel hier unten, dann habe ich hier eins, zwei, drei, vier Farben. Muss ich mir mal noch überlegen, wie ich das mache. Das weiß ich noch nicht. Hier ist es ein Bein. Oder? Nee. Keine Ahnung. Doch, ist ein Bein hier. Also pinne ich bis hier ran. Ich mache das Schwarz gleich mit hier. Also kommen schon einige Farben zusammen. Also überlege ich mir noch. Auf jeden Fall werde ich mal mein Schiffchen ausprobieren. Mein eigenes schönes Schiffchen, das der liebe Stefan für mich gemacht hat. Mein Kolibri. Passend zu meinem Shop. Der ist toll. Und dann werde ich das noch dazu nehmen. Und dann werde ich gucken, dass ich noch irgendwelche Mehrfachschiffchen nehme. Das überlege ich mir dann aber während dem Painten. Das ist jetzt gerade noch nicht so. Das entscheide ich dann immer während dem Painten. Das ist einfacher für mich. So, also ich fasse noch mal kurz zusammen für unsere Easter Trails 2024. Ihr müsst ein neues Bild, einen neuen Anhänger, neuen Aufsteller, Aufkleber, was auch immer, ein Türanhänger oder so, müsst ihr neu anfangen. Da legt ihr drauf. So, jetzt kann ich euch das zeigen. Wartet mal. Das Codewort ist Osterglocke. Das legt ihr so drauf. Dann fotografiert ihr das Bild. Ich sehe das jetzt gerade nicht wegen dem Licht. So, ne? Osterglocke, Easter Trails 2024. Erklär mal die Stempel zum Action. Und so legt ihr das hin, fotografiert das und postet das, damit wir sehen, dass das ein neues Bild ist. Und dieses Bild bitte nicht löschen, sondern aufheben, bis ihr das Bild fertig habt. Und dann genauso das Bild mit diesem Aufkleber fotografieren, beide Bilder hochladen. Als nächstes ist wichtig, dass ihr ganz viel Freude und Spaß habt. Gerne eure Fortschritte postet in der Facebook-Gruppe, bei TikTok, bei Instagram. Den Hashtag #EasterTrails2024 einfach dazu, sodass man das leichter findet, wenn man das sucht. Und wenn Fragen sind, fragt uns drei. Und ja, der Gewinn wird ausgelost am 1. April. Machen aber dort nur mit fertigen Projekten. Ne? Also da darf nur das Fertige mit in den Lostopf. Die fertigen Projekte mit in den Lostopf. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt gar nichts weiter dazu ein. Es sei denn, ich habe alles andere. Ich habe eigentlich schon alles gesagt. Ich wollte nur noch mal das Wichtigste wiederholen. Und natürlich wünsche ich uns allen ganz viel Freude und Spaß bei unseren Bildern. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo freue ich mich. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.